Guten Tag miteinander. Ich bin Marike van Beek. Ich bin Teamleiterin, Beckenbodenteam von der Physiotherapie. Und ich freue mich sehr, dass ich heute etwas erklären kann über die Beckenbodentherapie und Ihnen einen Einblick geben kann, in was Sie erwartet, wenn Sie zu uns kommen. Wir sind ein Team von 5 Physiotherapeutinnen. Wir sind sehr engagiert. Wir haben alle die Physiotherapieausbildung abgeschlossen. Und im Laufe der Jahre haben wir uns spezialisiert im Bereich Beckenbodentherapie. Wir haben alle mehr oder weniger Jahre Erfahrung. Und wir behandeln Patienten oder Ihnen sowohl stationär als auch im ambulanten Bereich. Wir stehen regelmäßig in Austausch mit andere Disziplinen, die Sie vielleicht heute schon gehört haben und schon einen Vortrag gesehen haben, mit den Gynäkologen, den Urologen, Proktologen, aber auch Pflegefachfrauen für Inkontinenz, um so Ihnen eine optimale Möglichkeit zu bieten für einen Behandlungsplan. Wir besuchen regelmäßig Weiterbildungen und tauschen uns rege aus, um so auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die Beckenbodentherapie, die beschäftigt sich mit Beschwerden rund um die Blase, Darm und Beckenboden. Und Sie sehen hier einige Beschwerden und Probleme, die ein Teil von Ihrem Alltag sein können, aufgelistet. Eine Inkontinenz von Urin oder Inkontinenz vom Stuhl, aber auch Schmerzproblematik oder Senkungsprobleme. Sollte also eine oder mehrere von diesen Symptomen ein Teil von Ihrem Alltag sein, dann könnte Beckenbodentherapie eine gute Unterstützung sein für Sie. Vielleicht haben Sie auch vorher schon eine Untersuchung oder einen Termin bei einem Spezialist gehabt, einem Urolog, einem Gynäkolog, und dieser hat Sie vielleicht zu uns weitergeleitet. Dann sind Sie über diese Möglichkeiten schon informiert worden. Was erwartet Sie bei uns in der Physiotherapie? Ich möchte Sie ganz kurz einen Einblick geben. Das Ziel ist eigentlich, um die beeinträchtigte Beckenbodenmuskulatur, aber auch andere Faktoren, die beteiligt sein können, so wie Gelenke, anschließende Gelenke, ich denke an den Rücken, ich denke an die Hüfte, aber auch Bänder, Faszien, aber auch Narben, die aufgetaucht werden durch Operationen oder sonst Verletzungen. Auch diese werden Teil von der Behandlung. Wir probieren, die Therapie so problemorientiert anzugehen und somit eine optimale Möglichkeit zur Funktionsfähigkeit wieder zu erlangen. Wenn wir über den Beckenboden reden, dann reden wir eigentlich über eine große Muskelgruppe. Eine Muskelgruppe, die das knochene Becken nach unten abschließt. Auf der Abbildung sehen Sie links den Beckenboden einer Frau. Wenn man auf den Rücken liegen würde, dann sieht man die verschiedenen Muskeln. Das sind vor allem die dunkelbraunen Strukturen. Die schließen das ganze Becken ab. Da gibt es Muskeln rund um den After, Muskeln, die nach vorne Richtung Scheide und rund um die Harnröhre laufen, Muskeln, die von der Seite kommen und so optimal wie möglich ein Netzwerk bilden, um die Beckenboden abzuschließen und somit auch die Organe, die im Becken liegen, die Blase, der Darm. Das sehen Sie auf dem zweiten Bild. Da sehen Sie eine Seitenansicht vom Beckenboden beim Mann. Bei der Frau liegt da noch zwischen der Blase und der Darm der Gebärmutter. Die verschiedenen Organe, die werden durch die Beckenbodenmuskulatur optimal unterstützt. Das ist eine Funktion von unserer Muskulatur. Andererseits haben die Muskeln auch die Funktion, unsere Kontinenz zu gewährleisten. Sorgen, dass wir die Ausgänge vom Darm, von der Harnröhre gut abschließen können, um so kein Urin, Stuhl oder Luft zu verlieren. Als dritte Funktion von unserer Beckenbodenmuskulatur hat sie auch eine Funktion, um das sexuelle Erleben positiv zu beeinflussen. Wenn jetzt die Funktion von diesen verschiedenen Muskeln beeinträchtigt ist,
dann kann das zu Beschwerden im Alltag führen. Die Beschwerden haben Sie auf der Folie vorher gesehen, wie Urinverlust oder Stuhlinkontinenz. Senkungsgefühle, die bei Frauen auftreten, sind eine andere Möglichkeit von Beschwerden, die durch fehlende Unterstützung von der Muskulatur im Vordergrund treten können. Auch Schmerzen im Bereich vom Beckenboden sind nicht selten. Schmerzen im Bereich vom Beckenboden können verschiedene Gründe haben. Das kann durch Operationen kommen, Narbengewebe, Schmerzen im Bauch. Ich denke auch an Schmerzen, die auftreten im Zusammenhang mit menstruellen Beschwerden. Endometriose ist da noch ein spezielles Gebiet da drin. Schmerzen, die da auftreten können im Beckenboden, die können wir auch behandeln, versuchen anzugehen. In der Beckenbodentherapie wird also gezielt auf diese Gruppe geschaut, auf die Muskelgruppe. Wie sieht denn die Therapie so aus? Wenn Sie zu uns kommen, dann haben Sie eine Verordnung bekommen vom Arzt, um die Beckenbodentherapie zu machen. Bei uns werden Sie auch zuerst wieder ein Gespräch haben, eine Anamnese, und vielleicht erzählen Sie die Geschichte schon zum zweiten oder dritten Mal. Für uns ist es trotzdem wichtig, von Ihren eigenen Erfahrungen im Alltag und Ihrer Problematik im Alltag zu hören. Wenn wir im ersten Gespräch uns ausgetauscht haben, Sie Ihre Frage haben stellen können, ich meine Frage habe stellen können, dann können wir schauen, wie die Therapie aussieht. Neben der Anamnese, das Gespräch, werden wir auch eine Untersuchung machen. Eine Untersuchung von allgemein Ihrer Haltung, weil ich habe ja gesprochen, es ist nicht nur immer die Beckenbodenmuskulatur, die wir behandeln müssen, aber wir schauen auch die Haltung an, wir schauen Beweglichkeit an und natürlich die Beckenbodenmuskulatur, die Muskelgruppe, die dafür sorgt, dass Sie Ihre Beschwerden hoffentlich können verringern bei uns. Die Untersuchung von der Beckenbodenmuskulatur ist ein wichtiger Teil, um zu schauen, wie funktioniert diese Muskulatur. In anderen Vorträgen, die Sie gehört haben, wurde auch schon erklärt, dass die Ärzte das untersuchen. Auch wir von der Physiotherapie machen eine ausführliche Untersuchung von der Funktion von Ihrer Muskulatur, sodass wir auch genauer wissen können, wie sollen wir die Muskulatur trainieren. Müssen wir die aufbauen? Müssen wir die entspannen? Sollen wir da etwas Schmerzen wegnehmen? Darum machen wir eine gezielte Untersuchung. Dann schauen wir, wo wir die Schwerpunkte in der Therapie hinlegen. Auf dem Bild sehen Sie schon eigentlich unsere 5 grossen Behandlungspfeiler. In der Wahrnehmungsschulung, das Erarbeiten von Verhaltensstrategien. Vielleicht mal schauen, wie ist das, wenn Sie Urin verlieren? Wie oft gehen Sie aufs WC? Vielleicht haben Sie sich an Strategien gewohnt, um zu sorgen, dass Sie kein Urin verlieren und gehen dadurch häufig aufs WC. Da sollten wir dann vielleicht noch etwas ändern können. Da können wir noch etwas anpassen, um die Blase auch besser arbeiten zu lassen. Verlieren Sie beim Husten oder Niesen Urin? Da können wir auch schauen, was können Sie ändern in dem Vorgang, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Wir sorgen, dass Sie lernen zu spüren, wo Ihr Beckenboden ist, wie die reagiert in verschiedenen Situationen. Wir schauen, dass wir Ihre Muskel können trainieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ganz einfache Übungen, rein an der Muskulatur. Die haben Sie vielleicht schon mal selber gemacht. Man hat viele Möglichkeiten, die man im Internet sieht oder so. Wir schauen vor allem, welche Muskelübung ist für Sie sinnvoll. Den Muskelaufbau können wir auch noch unterstützen mit eine Elektrostimulation oder Biofeedback. Und bei Elektrostimulation müssen Sie nicht verschrecken und denken, dass Sie da unter Strom gesetzt werden. Das ist eine ganz leichte Stromart, die dafür sorgt und Sie unterstützt, die Muskulatur zur Spannung zu bringen. Wir arbeiten da mit einer Sonde, die inwendig eingeführt wird
und so mithilft, ihre Muskulatur zu spannen, sodass sie das im Laufe von der Therapie selber übernehmen können. Biofeedback, das wird auch schon öfters erwähnt, Biofeedback sorgt dafür, dass wenn Sie eine Spannung aufbauen, auch hier wieder mit einer Sonde, die wir einführen in der Vagina oder im After, dass die Spannung, die Sie aufbauen, auf einer Kurve erscheint, auf einem Bildschirm, und dann sehen Sie genau, ob die Aktivität, die Sie machen, ob die auch am rechten Ort ankommt und ob die auch richtig sitzt. Und so haben wir eine Möglichkeit, das zu überprüfen, aber auch Sie selber können so lernen, wie Sie richtig spannen. Es gibt auch Entspannungsmöglichkeiten. Neben aller Stress und Spannung, die man aufbaut, braucht es sicher auch mal Erholung und Entspannung. Das ist auch ein Teil von der Therapie. Schmerztherapie kann man mit anderen verschiedenen Arten von Therapie Ansätze angehen. Da gibt es Techniken auch mit Elektrostimulation, da gibt es Möglichkeiten mit Massagetechniken, da gibt es Unterstützung mit Hilfsmitteln. Da schauen wir dann, was für Sie passt und was für Möglichkeiten es gibt. Die Therapie findet anfangs eigentlich wöchentlich statt. Sie kommen jede Woche zu uns und wir schauen, wie weit Sie sind. Später bauen wir das ab, wenn Sie ein eigenes Programm bekommen haben, weil wir probieren, ein individuelles Übungsprogramm mit Ihnen zusammen festzulegen, sodass Sie zu Hause weiter üben können, Erfahrungen sammeln können und eigentlich zu uns kommen, um das zu überprüfen und über ein Coaching das weiter auszubauen. Wir wissen, dass es ein Weg ist, die Geduld braucht. Wir wissen, dass das, wenn Sie den Schritt genommen haben und sagen, so, jetzt mache ich etwas, jetzt gehe ich das Problem an, dass Sie trotzdem Geduld haben müssen. Weil ein Muskel aufbauen und wieder lernen, wie man sich im Alltag verhalten muss, das braucht Zeit. Wir begleiten Sie gerne auf diesem Weg und wir würden uns freuen, Sie mal bei uns zu treffen.